Hallo und herzlich willkommen zurück. So, wir haben ja in der letzten Folge unseren Magier, unseren besten Spieler, leider in Dungeon 4 verloren. Jetzt bin ich natürlich beim Überlegen, ob wir jetzt mit der Bogenschützin auf Dungeon 4 gehen. Wie gesagt, es sind ja zwei Spieler gefangen. Wir werden es jetzt einfach mal probieren. Müssen wir mal schauen, was hier rauskommt. Ich habe auf jeden Fall jetzt mit der Bogenschützin Dungeon 1 ein paar Mal gespielt, dass wir jetzt hier auch auf Level 5 sind. Ah, leck. Erlittener Schaden erhöht sich um 20%. Ein Nachteil für uns. Du musst noch 4 Edelsteine... Ja, das natürlich mit diesen Kristallen zerstören. Das ist schon... Hab ich. Mal schauen, was haben wir denn hier? Wir werden uns hier erstmal zurückziehen. Dass die gar nicht so weit zu uns herkommt. Okay. Nummer 1 ist weg. Wenn halt er in die Schusslinie gehen würde, das wäre perfekt für uns. Okay. Ersten zwei Monster haben wir weg. Oh. Aber was sind schon Monster, wenn wir die Kristalle nicht zerstören, ja? Weil so können wir das Dungeon ja nicht verlassen. Okay, sie sehen uns. Wir hauen ab. Bleibt uns wirklich überhaupt nichts anderes übrig. Komm her. Jetzt ist er da. Nein. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn wir ihn jetzt wegbekommen hätten, ne? Dann hätten wir ein bisschen Gesundheit gespart. Okay, wir hauen ab. Ausgewichen. So ist es natürlich prima. Weil wenn ich dann auch nicht viel Schaden bekomme. Jetzt kommen die Viecher hier schon wieder. Boah, vor allem machen die 17 Schaden hier. Nein! Nein! Shit! Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Ja. Oh! Unsere Bogenschützin ist eingesperrt. Nein, wir verlieren jetzt langsam unseren ganzen Drop. Was haben wir denn hier jetzt? Unseren Hexer, der hat Stufe 3. Was hat er für eine Waffe? 3 bis 5. Wir nehmen jetzt ein Schwert. Boah, Schaden ist 7 bis 10. Aber ihr seht mal, wir brauchen hier die Stufe 5 dafür. Zweihänderschwert, genau. Dann müssten wir eigentlich unseren Krieger, der hat ja erst Stufe 2. Da müssten wir jetzt wirklich unseren Krieger erstmal so lang aufleveln, bis wir hier Stufe 5 sind. Aber die Waffe von ihm ist ja schon wirklich dann derbe 7 bis 10. Rüstung 4. Stufenanforderung 4. Okay, mit unserem Hexer, wir haben Stufe 3. Dann müssen wir erstmal schnell Dungeon 1 nochmal spielen. Dass wir hier Stufe 4
erreichen. So, das können wir überspringen, weil das ist nicht allzu schwer hier. Ihr bekommt immer in Dungeon 1 hier bei dieser Werkbank die Waffe, die er ausgerüstet hat. Wie ihr seht schon, der Schaden ist nicht wirklich die Welt von dem. Also da ist unser Magier schon besser. Der haut, glaube ich, so einen auf zweimal weg. So. Genau, gehe hier schön durch. Ich hoffe mal, wir erreichen jetzt dann Stufe 4. Zwar dann mal Skill Points müssen wir mal geben. Machen wir 2 zur Stärke. Glück. Ja, so. Lassen wir das auf jeden Fall. So, ihr seht, also wir brauchen 5 XP noch, damit wir auf Level 4 kommen. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier bekommen. So, der Hexer ist hier drin. Na, ihr seht schon, der Schaden ist nicht viel, was er hier macht. Da haben wir unseren Schlüssel. Also wie gesagt, mit Dungeon 1 könnt ihr wirklich eure Männer erstmal aufleveln lassen. Und vor allem, ihr könnt euch Gegenstände sammeln. Aber wie gesagt, immer die Waffe. Ihr bekommt ein bisschen Gold, ihr bekommt Heiltränke und Mana. Damit könnt ihr hier auch euren Geldvorrat hier ein bisschen aufwerten. 4 XP. Oh, 5. Jetzt warte mal, wir nehmen eine Waffe. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass wir jetzt eine Stufe 4 haben für ihn. Gehen wir in die Taverne zurück. Ja, wir haben Stufe 4 vom Hexer. Schauen wir erstmal das hier an. 1 bis 2, ja, das kann man natürlich verkaufen. Rüstung 1 ist auch nicht die Welt. Aber Rüstung 4. Das werden wir ihnen auf jeden Fall geben. Die Rüstung werden wir noch behalten. Ne? Genau, weil unser Paladin hier Intellekt und bei ihm Rüstung 2 Stärke, er hat sie. Oh, unser Schurke hat aber noch keine. Das ist Rüstung 1 und Stärke, aber hier haben wir Rüstung 2 mit Stärke. Die werden wir ihnen auf jeden Fall geben. Jetzt müssen wir erstmal hier schauen. Wir haben jetzt hier auch schon überhaupt keinen Platz mehr. Jetzt warte mal, wir gehen jetzt erstmal. Oh, Rüstung 3. Lassen wir jetzt erstmal hier ein paar Sachen verkaufen. 4 bis 6, jetzt können wir natürlich auch nicht hergeben. Lassen wir erstmal bei unserem Händler hier was loskriegen. Gehen wir erstmal zum Händler, dass wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Das kann weg. Behalten wir. 2 bis 5 kann auch weg. Das Zweihänderschwert heben wir auch auf. So, dann haben wir hier wenigstens schon mal wieder Platz ein bisschen. Unseren Zaubertrank können wir rüber tun. So, er braucht noch eine Rüstung. So, dann hat er wenigstens auch mal eine an. Okay, was haben wir denn jetzt mit unserem Hexer hier? Rüstung 4, also ihr seht mal Haltbarkeit 135, das ist natürlich schon viel. Schaden von ihm 3 bis 5. Dann bräuchten wir jetzt auf jeden Fall mal noch einen Ring für ihn.
Wir kaufen jetzt einfach mal beide. Wir wissen halt nicht, was das Zeug hier eigentlich bewirkt. Beweglichkeit. Ah. Immer nur Beweglichkeit. Das ist... Naja, aber jetzt erstmal, wie gesagt, besser als gar nichts. Das können wir vom Händler euch gleich wieder verscherbeln. Seht mal, haben wir auch wieder Verlust gemacht. 2 bis 5. 3 bis 6 Schaden. Okay, das werden wir auf jeden Fall mal behalten, ne? Drei bis fünf. Ah, Holzstab rostig, schaut euch das an. Also wie gesagt, die Rüstung ist halt gut von ihm. Wir wissen halt nicht, was er hier das hier für einen Wert hier hat. Nehmen wir einfach mal nur mal so eine Mütze. Ah, so soll es sein. So, das kann er gleich wieder haben. Das ist gar nichts für uns. Und wechseln hier mal durch. Die Mütze hauen wir weg. Wie das natürlich mit diesem Fähigkeitenbuch hier funktioniert, habe ich immer noch nicht rausbekommen. Auch wenn wir diese Diamanten hier haben, wir können das hier okay, jetzt hat keiner, ich glaube die Bogenschützin hat die anderen. Ja, dann müssen wir mit unserem Hexer, aber wie gesagt, wir müssten seine Waffe, eine bessere Waffe wäre halt super. Aber jetzt haben wir 3 Leute gefangen hier drin, das ist natürlich bitter. Wir bräuchten aber jetzt irgendwas, was uns auch hilft hier. Komm. Oh, wir müssen nur die Gefangenen retten. Da gibt es aber dann hier einen Endboss. Glaube ich, der die Gefangenen beschützt. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall zur Dungeon vorkommen. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch die Räume. Das ist eine Mission, wo ich sagen würde, die wäre machbar. Ah, jetzt ist aber hier schon der Ausgang. Shit, wir müssen hier drüben lang. Ja, und der rennt natürlich immer hier durch das Ding hier durch. Hier wird man was kriegen. Das nehmen wir natürlich mit. Gehen gleich hier weiter. So haben uns die Gegner nämlich schon mal nicht gesehen. Das ist schon sehr gut. Wenn er halt wenigstens mal einen höheren Schaden machen würde. Aber das ist gar nichts vom Schaden, was er hier macht. Hier haben wir einen Gefangenen. Das ist gut. Wir können unsere ganzen Leute befreien. Perfekt. Dann müssen wir ja nur zum Ausgang kommen. Er ist auch weg. Gott sei Dank, schaut euch das an, wir haben sie. Ja, wir haben unsere Spieler wieder. Gott sei Dank. Jetzt wie gesagt, müssen wir halt nur noch zum Ausgang kommen, ja. Das ist natürlich das Nächste. Jetzt hauen wir trotzdem erstmal Gesundheit, weil wir haben genug. Nein, nein. So, Gott sei Dank, der ist auch weg. Jetzt nehmen wir halt mal hier den hier noch mit. So gut wie er zwar auch im Level ist, ja, aber im Angriff ist unser Hexer wirklich sehr, sehr schlecht. So, hier ist der Ausgang. Gott sei Dank, schaut hin, wir haben unsere ganzen Leute.
Boah, da bin ich wirklich froh. So, 3 von 18, schaut mal, 4 von 18. 18 Monster hier drin, Schatz erbeutet. Naja, wie gesagt, da ist mir jetzt wirklich erstmal egal. Wichtig ist, dass wir unsere Spieler wieder haben. Wir nehmen als Belohnung meine Waffe. Und ich glaube, desto höher die Dungeon ist, desto besser sind die Waffen, die man hier bekommen kann. Oh, Dungeon 5 ist freigeschaltet. Und was ich jetzt auf Steam gelesen habe, ich glaube 100 Dungeons soll es hier geben. Also ihr seht, wir sind eigentlich noch sehr, sehr am Anfang. Was haben wir hier? Ja, schaut euch das an. Schaden 6 bis 10. Müssen wir aber hier... Warte mal, wo war das? 4 bis 6. Na, hier haben wir es. 7 bis 10. 6 bis 10. Okay, hier hat man jetzt Stufenanforderung Nummer 5. Ja, wir müssen unseren Krieger auf jeden Fall auf Stufe 5 bringen, damit er das Schwert hier nehmen kann. Wobei er aber auch ein Schwert tragen kann. Könnte man eigentlich... Ja, das Problem ist natürlich, jetzt haben wir halt hier keinen Fernangriff mehr. Wir werden aber Seilwaffe trotzdem mal behalten, ne? So, jetzt gehen wir mal hier in unser Fähigkeitenbuch nochmal rein. Da wir jetzt ja wieder alle Spieler haben, weil das ist das, was ich ja nicht verstehe. Wir haben ja 4. Es ist kein, nicht wirklich eine Anforderung hier dabei, was sie jetzt haben müssten. Wieso ich das hier nicht verbessern kann. Und was ich natürlich auch noch nicht herausgefunden habe, wie wir uns die Diamanten hier austauschen können. Da, 7 Diamanten davon, aber die Verbesserung geht nicht. Und wie gesagt, ich lasse mir hier eingehen, wenn jetzt hier dabei steht, erfordert. Aber... Da haben Bogen, also unsere Bogenschützin, die hätte ja den Bogen. Oder müssen wir hier oben erstmal das hier vollbringen, dass wir verbessern können. Das kann natürlich auch sein. Könnten wir jetzt eigentlich mal schnell probieren. Vielleicht liegt es ja wirklich da dran. Das machen wir aber in Dungeon 1. Dass wir erstmal das und das so oft ausführen müssen. Ne? Weil jetzt gerade sehe ich das nämlich erst. Gehen wir mal hier auf Überspringen. Und dann führen wir zweimal das Ding hier aus. Und dann sehen wir ja, ob das wirklich da dran liegt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aber wir wissen hin. Jetzt. Also, führen wir das mal aus. So. Also ihr seht schon, Dungeon 1, wie gesagt, bekommt er immer die Waffe, was er auf der Hand hat. Und immer Mana-Tränke und Heiltränke und so weiter. Okay, also wir haben jetzt zweimal ausgeführt. Jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt dann verbessern könnten. Gesundheit passt, dann können wir schnell hier zum Zauberer vorgehen. Warte mal, wir haben Skill Points. Da vergesse ich natürlich immer unsere Einheiten hier aufzuwerten. Jetzt geben wir halt mal überall die 2 Punkte dazu. So. Jetzt bist du da. Probieren wir das mal nochmal. Seht schon, da geht es natürlich schon viel schneller mit ihr.
was entscheiden wir uns? Komm, nehmen wir mal Verteidigung. Jetzt bin ich gespannt im Fertigkeitenbuch. Warte mal, wo waren das hier mit dem... Ah, ja, ihr müsst die Dinger so oft ausführen, dass ihr die verbessern könnt. Jetzt, okay, gut zu wissen. Wer hat denn überhaupt diesen Blut... Ach, den Blutschlag, den hat er. Okay, dann kann man natürlich nicht wissen, weil wir den ja eigentlich so nie spielen. Bräuchten wir den Feuerball für unseren Magier. 30 Mal müssen wir den ausführen. Boah, das ist natürlich schon einiges. Wir haben den Ring. Beweglichkeit. Das Zeug benutze ich eigentlich so fast überhaupt nicht. Mana haben wir eigentlich genug Tränke, also... Den Ring werden wir auf jeden Fall erstmal behalten. Boah, schaut mal, wie viel Geld wir jetzt schon wieder haben. Was hat der Händler denn für uns? Versiegelt, ungewöhnlich. Selten, ne? Dann nehmen wir die doch gleich mal. Ungewöhnlich. Gewöhnlich, also wirklich nichts Besonderes. Komm, wir nehmen jetzt mal das Zeug, weil ich... Kostet zwar jetzt wirklich viel, aber vielleicht haben wir irgendwas Interessantes denn für uns dabei. Luftresistenz. Stärke. Stärke ist schon immer gut. Stärke. Stärke. Schauen wir mal schnell unsere Spieler hier an. Der hat Stärke. Okay, das passt. Beweglichkeit, da werden wir ihn auf jeden Fall einen raushauen. Jetzt wirklich mal so machen, weil wir einfach hier keinen Platz haben, um das hier zu verbessern. So, jetzt schauen wir noch mal schnell hier rein. Moment. Fangen wir mal von oben an. Also. Unser Schurke braucht einen Stärkering. Da haben wir Stufe 4. Den tauschen wir aus. Er werden wir auch Holzring beschädigt, das werden wir aber ihm geben. Drei bis fünf Schaden 1. Achso, genau, das wollen wir ja aufheben. Das wollen wir ja aufheben. Rüstung 1, das ist ja natürlich überhaupt nichts.
Rüstung 1, aber 90% Haltbarkeit. Paladin hat, glaube ich... Oh, die hat ja noch gar nichts. Die hat ja nicht mal eine Waffe. Aber ihr kümmert das Schwert geben. So, jetzt tun wir mal das Zeug hier rüber, mal anschauen, was sie denn benutzen könnte. Braucht aber auch eine Kopfbedeckung. Da haben wir aber keine mehr. Rüstung 1 von Stärke. Schaut sie zwar nicht allzu schön aus, aber besser als gar nichts. So, hier haben wir Stärke. Stärke, Stärke. Das soll ich jetzt mal alles hier rüber. Jetzt warten wir, wir geben jetzt jeden, dass wir auf jeden Fall hier mal wieder Platz bekommen. Die Sachen hier. Also wie gesagt, wir denken jetzt, dass für jeden von jeweils zwei Tränken erstmal das Zeug reichen muss. Stufe 2. Ja, wir bräuchten mehr Platz. Na, ihm fehlt halt auch noch alles hier. Mal das wieder alles reparieren von den Leuten. Und dann müssen wir halt erstmal schauen, dass wir unsere Leute wieder aufleveln. Ihr seht, mit ihm, das ist wer? Unser Beschwörer, mit dem haben wir halt überhaupt noch nicht gespielt. Mit unserem Krieger ein bisschen, Schurke ein bisschen. Also wie gesagt, Beschwörer halt rein noch gar nichts. Bis 5. Den hauen wir jetzt mal weg. Ein Holzschild. Der Krieger kannst du nehmen, weil er ein Zweihänderschwert hat. Genauso wie er. Zweihänder. Der Schurke hat es auch. Also könnte uns das Schild ja überhaupt keiner nehmen. Weil alle haben Zweihandwaffen, dann können wir das Schild wirklich erstmal mit raushauen. Drei bis sechs. Sieben bis zehn, also wir bräuchten dann wirklich die Schwerter. Das hauen wir mit raus, dass wir hier mal wieder Platz kriegen. Die Ketten behalten wir auch. So. Okay, Leute, also, das war's für heute. Wir haben uns erstmal unsere Einheiten vorbereitet. Müssen jetzt, wie gesagt, mal schauen, dass wir die anderen Einheiten erstmal hier aufleveln, wieder in diesen Dungeons. Und dann wollen wir mal gucken, in die fünfte Dungeon, ob ich mich mit einem erstmal reintraue mit dieser Stufe, aber normalerweise schon. Ich glaube jetzt nicht, dass die Dungeons so aufgebaut sind, dass man jetzt hier erst mit Stufe, was weiß ich, 20 oder was rein kann. Werden wir sehen. Alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.